So, der Rechner geht wieder. Das freut mich natürlich. Sein Job hier, wo war sein Nebenjob? Nebenjob. Ich finde das mit den Nebenjobs total toll. Mich würde es auch nicht wundern, wenn es das von Anfang an gar nicht gab, diese Nebenjobs. Wow, er ist ja schlau. So, wie sieht's hier aus? Ha, die Hose! Hopp, 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 hopp. Was lernt er denn dadurch? Warte mal. Fitness! Oh Gott. Dann sagen wir ihm doch mal. Wo ist denn hier, wo ist denn hier? Hallo, bin ich gerade doof? Leckerchen geben, Liebe spüren. Streicheln. Ja, die Mod ist, ja. Nett sein zu, reden. Joggen gehen. Hä? Ich verstehe das nicht. Mobazy. Ich verstehe das nicht. Wo kann man denn jetzt hier ganz besonderen Schmatzen? Tierpflege? Bitten, das Geschäft zu erledigen. Ging aber auch vorher nicht. Und jetzt will ich was probieren. Tierpflege. Wow. 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 So. Wer ist Ellen? Fabian Steffens, den kennen wir. Mehr oder weniger. Jo! Kann er denn auch das andere noch? Ah. Er macht's. Lass ihn. Eba! Oh. Er ist reingetreten. Und zwar volle Möhre. Bah! Volle... Ja, ja, loben, auf jeden Fall. Bah. Ich lass das da liegen, ne? Ist das jetzt die Kack-Retto-Polizei, oder? Warum rennt die jetzt da gerade so lang? So, danach geht er mal nach Hause. Kollege, genug geguckt. Ja. Ist in Tierhaufen getreten. Jo. Da hätte ich gerne eine Übersetzung. Da hätte ich gerne echt eine bessere Übersetzung. Jeder würde sagen, ich bin in die Scheiße getreten. Oder in die Kacke. Das würde jeder sagen. Tierhaufen sagt keiner. Liebes EA-Übersetzungsteam, das sagt keiner. Kinderfreundlich hin oder her. Das Spiel ist ab. Ab 6? Glaube ich. Wegen Techtelmechtel und so? Frag mich nicht. Frag mich nicht. Ich habe keine Ahnung. Der Frank, der gönnt sich jetzt ein Schaumbad. Jo. Was mit Easy? Guter Spaziergang. Wegen Spaziergang mit Hund. Oh, das ist schön. Ja, das ist schön. So, Rechner funzt wieder. Wunderbärchen. Wunderbärchen. Was mit Imba? So. Oh, das ging aber schnell. Ist der Hund denn jetzt... Was? Ja, ich bin ehrlich, die würde ich auch anmelden. Ja.
Ruf mal den Hund in der Wanne. Ah, das geht nicht? Ach, schade. Ich dachte, der springt da mit rein. Ach, krass, doch tatsächlich. Kann der sich nebenbei noch... Ich muss die Mod unbedingt raushauen. Oh, er hat Hunger. He has got Hunger. Und ja, das sogar berechtigt. Das sogar berechtigt. Hat er denn noch was zu tun? Nö, er hat ja nur, einen Teilzeitjob. Von daher... kann er dann noch mal ins Bett gehen. Es ist 4 Uhr nachts. Und er geht dann auch gleich pennen. Er bräuchte ein bisschen mehr Social, ne? Er braucht ein bisschen mehr soziale Interaktion. Warte, reicht ihm das denn, wenn er mit dem Hund spielt? Reicht ihm das? Sag mal. Der legt sich gleich wahrscheinlich auch schlafen, ne? Der Henry. Wenn der Frank jetzt pennen geht. Man kann sein Tier nicht oft genug bürsten. Komm, ich gebe ihm mal ein Leckerchen, komm. Haben wir noch nicht gemacht. Miete ist zwar bald fällig, aber komm. Einen Tierball kaufen. Spülmaschine? Sorry, aber vergiss es. Die sind total unnütz hier in dem Spiel, leider. Mit einem Hund spazieren gehen. Oh Gott. Können wir machen. Dann gehen wir irgendwann mal mit Daniel. So, komm, bevor er schlafen geht. Den Nebenjob kann er immer noch machen. Danach isst er sich dann erstmal was. Beziehungsweise nein. 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 Der geht pennen. Ach, mit Kunden chatten soll er machen. Und es sind mehrere Data. Ach, krass. Ja, okay. Interessanter Job. Als Freelancer. Finde ich cool. Doch, hatte ich noch nie, deswegen. Total, ich finde das sehr interessant. Hungrig! Scheiße. Ah, Reste nehmen. Was haben wir denn hier? Energie. Kokett. Inspiration. Ja. Machen wir das mal. Inspiration. Inspiration, Baby. Oh, guck mal, wie süß. Yippee-koi. Ah, Masna. Ja, komm, die 5 Simoleons, ne? So, gut nach Daniel. Ja, sie ist jetzt wach, das ist das Problem. Aber ich muss trotzdem jetzt einmal kurz speichern. Und würde behaupten, ich mach mal eben kurz einen Break. Ich guck mal eben kurz wegen der Mod. Das vergesse ich sonst. Deswegen würde ich sagen, entweder bis zum nächsten Mal oder bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Sims 4. Ja, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren kleinen Runde Sims 4. Es hat sich ein bisschen was getan. Und zwar, das erste, was ich überprüfen möchte, ist, ja, Gott sei Dank. Ich habe die, Mod deinstalliert, welche uns erlaubt, Haustiere zu steuern. Ich glaube, es ist besser so. Es war nice to have, glaube ich mal. Nice to know, nice to try. Aber ich glaube, dass es... vielleicht hätte ich sie einfach nur updaten müssen, aber ich bin der Meinung, so ist es besser. Tiere haben einen noch eigeneren Willen als Sims. Und von daher ist das schon richtig so. Wir können es auch gleich mal probieren.
Ich kann mir jetzt aber auch leider überhaupt nicht mehr die Werte und Bedürfnisse von Henry anschauen. Das ist aber okay. Ich weiß, das hätte ich vielleicht zum Anfang der Staffel machen sollen, aber ich habe lange nicht mehr Sims gespielt und wusste auch gar nicht mehr, dass das eine Mod war. Maddie hat das Klo zerschossen. Sie ist eine eigenständige Frau. Und, oh, hat überhaupt gar keine Geschicklichkeit. Nee, dann lassen wir das. Dann würde ich jetzt sogar mal, weiß ich nicht, den Frank wecken. Nee, die pennen alle. Ja, hilft nichts. Wie sieht's denn aus? Ich weiß es gar nicht, um ehrlich zu sein. Keine Ahnung. Sie kann sich dann erstmal was essen. Ja. Wie sieht's arbeitstechnisch aus? Sie hat frei. Ach, es ist Wochenende. Ach, schön. Er ist Freelancer, genau. Er ist Homeworker quasi. Und er muss in 10 Stunden. Ja. Gut. Was hat sie denn jetzt? Dreckige Umgebung wahrscheinlich, ne? Unfreundliche Umgebung. Unerfreuliche, entschuldige bitte. Inspiration unter der Dusche. Wie sieht das denn hier? Nee, das ist so teuer. Das kostet auch 50 Simoleons, ne? Ja, mein Gott. Dann spritzt das Klo halt mal. Besser das Klo als... Ja. Dann kann sie nochmal eben fix, weil der Rechner gerade frei ist. Soziales Netzwerk. Weiß gar nicht, ob sie das jetzt auch am Handy machen kann. Ich habe nämlich die Slice of Life Mod geupdatet. Aber nicht alles drin. Ich, sag da gleich was zu. Wo haben wir denn hier? Erstmal die Medienchroniken überprüfen. Entschuldigt, aber wo ist denn hier der Unterschied? Achso, Punkt, das heißt von irgendeinem Sim. Aktualisieren wir unseren Medienstatus. Und dann... Ist sie eigentlich soweit fertig? Dann können wir mal gucken, was wir hier jetzt haben. Okay, das scheint alles noch gleich geblieben zu sein. Okay, das finde ich gut. Aktionen? Achso, okay. Tierpflege. Spazieren gehen? Ah, das ist jetzt halt das Ding, ne? Wir wissen nicht, wann er Auslauf braucht. Der wird sich melden. Ich mach das mal, ne? Spazieren gehen. Das hier finde ich noch ein bisschen unnötig, um ehrlich zu sein. Bitten, das Geschäft zu erledigen. Also on the way ist okay, aber von zu Hause aus ihm das sagen zu können, dass er einfach alleine geht. Ich meine, an sich schon logisch, das kannst du deinem Hund beibringen. Aber ich hatte solche Angst um den Hund. Verantwortung hin oder her, also ob da eine Bindung zwischen dem Hund besteht und ein jahrelanges Vertrauen. Es kann immer was passieren. Es gibt ganz, ganz dumme Menschen auf diesem Planeten, also die deinen Hund einfach mitnehmen oder überfahren. Also von daher, weiß ich nicht. Wir machen mal einen mittleren Spaziergang. Mit ein bisschen Glück und dem perfekten Timing hat die Aktualisierung des sozialen Medienstatus die Welt in den Bann gezogen. Mylin hat 25 Follower dazu gewonnen. Sie hat jetzt insgesamt 128. Okay, gut. Guck mal, wie das funktioniert. Schön. Ich wette, ich hätte die Mod einfach nur updaten müssen. Wäre jetzt meine Vermutung gewesen. Aber es ist okay. Ich finde es so realistischer. Verdorbenes Essen aussortieren? Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Ach nee, ich muss ja hier sowieso auf Henry. Tierpflege, spazieren. Guck mal, die gehen jetzt spazieren. Jetzt kann ich ihm auch nicht mehr sagen, mach dein Geschäft. War es ein Fehler, ihm beizubringen, dass er alleine gehen soll? Ich meine, für Notsituationen vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Wenn die Zeit einfach gerade nicht da ist. Okay. Nee, ich find's so besser. Dann... Ach nee, das geht nicht, weil die gerade am Pennen sind. Okay. Du kannst gleich mal aufstehen. Und dir erstmal was essen. Ach so, der war... Ach Gott, der... Ja, sorry. Ich dachte, du... Hab ich ihn nicht schlafen gelegt? War er das selber? Ja, das tut mir natürlich leid. Dann repariert er erstmal das Klo. Geschicklichkeit. Ja, wie sieht es bei ihm aus mit Geschicklichkeit? Oh, er ist eigentlich unser Mann für Dingens, aber... Er ist noch am Sleepen. Okay.
Wann muss... Hallo, ich drück doch. Hallo? Okay. Fuck, keine Ahnung. Wie sieht's hier aus? Ach, diesen Fettsack, ne? Also der... Keine Ahnung, der hat sich hier in dieser Welt gecheatet. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Ach so! Ich muss natürlich hier. Kann ich ihm denn jetzt... Hat er denn jetzt gemacht? Das weiß ich gar nicht, ne? Ist hier irgendwo ein Pfützchen? Ich sehe keins. Aber ich kann ihm auch leider nicht sagen, mach mal. Kann ich leider nicht. Ich kann höchstens sagen, ableinen. Ist sie denn dann trotzdem noch im Modus spazieren gehen? Nein, leider nicht. Bitten, das Geschäft zu erledigen. So, danach loben wir ihn. Jetzt bin ich gespannt. Vielleicht muss er ja auch gar nicht. Hallo Nachbar, ich habe Langeweile. Nee, ich aber nicht. Sorry. Gut, Pipi hat er gemacht. Ein Kacker. Kacker, ist auch schön. Balgen. Und dann gehen wir mit ihm zurück. Beziehungsweise nein, wir leinen ihn an. Oh, okay, das ist leider immer noch verbuggt. Wenn ich sage anleihen, macht sie das direkt... Was? Mit Laura? Welche Laura? Welche Laura? Tuningteile? Ist ja gerade durch die Wand gelaufen. Okay. Okay, okay, okay. So, er muss mal... Upsala, er muss mal... 6 Stunden bis zur Arbeit. Oh, dann kann er sich eigentlich vorher nochmal hinlegen. Räum hier aber erstmal ein bisschen auf. Und du hast auch ziemlichen Schmacht. So. Sollen die erstmal machen. Wo sind die beiden denn? Ah, ach, die Laura. Okay, jetzt hat sie die auch noch kennengelernt. Ja, meinetwegen. Scheint recht sympathisch zu sein. Ich finde die Frisur ja cool. Die Schuhe passen leider überhaupt nicht. Lustig vorstellen. Hä, die kennen sich jetzt doch nicht? Hä, ich dachte, die kennen sich jetzt. Mylene und Henry sind soeben beste Freunde geworden. Ach, Mylene und Henry. Ich dachte schon. Über Bellen Nö, das ist okay. Tierpflege. Vielleicht macht er ja nochmal groß. Mal gucken. So, er räumt fleißig auf. Er ist aufgestanden. Schön. So, Miete. Ich würde gerne mal sehen, wann die Miete fällig ist. Ich hätte hier gerne irgendwie so eine Information, wo stehen würde, Tage bis Miete fällig. Also es hieß ja jede Woche. Jetzt ist die Frage, startet man den Haushalt bei Sims am Sonntag? Dann wäre die Miete morgen fällig. So, Freelancer. Hatten wir hier nicht noch... Nee? Aber wir hatten einen Nebenjob. Was macht er denn jetzt? Nein! Nein, der muss jetzt... Hallo! Hallo, warte mal. Programmieren? Nebenjob, genau. Fortsetzen. Nee, also sorry. Ich weiß... Selbstständig und so. Also, was heißt selbstständig, ne? Ein bisschen mehr Freiraum, aber nee. Das geht nun wirklich nicht. Jetzt muss ich mir mal ganz kurz gucken. 3 Sims ist auch schon eine Herausforderung. Wer ist er denn? Oh, freundlich vorstellen. Ach, guck mal da, er hat gemacht. Schön. Henry, bist du... Du bist noch unter uns, gut. Dann leinen wir ihn mal wieder an. Küssen, auch süß. Geschichte erzählen, ist auch interessant. Outfit ändern. Wow. Das ist ja eine Auswahl von, ja. Tag und Nacht. Anleinen? Oh. Okay, das scheint also immer noch... Das scheint immer noch... Okay, nicht zu gehen. Dann bricht sie direkt alles ab.
Soll sie dann einfach nach Hause gehen? Guck mal, er verpieselt sich schon. Er haut einfach ab. Ja, bitte, wenn er nichts mit uns zu tun haben will, dann bitte. Ich würde ihn echt gerne anleihen. Und dann einfach nach Hause gehen, quasi. So, wir leihen ihn jetzt an. Und gehen dann einfach nach Hause. Das müsste doch funktionieren. So, er ist am Machen. Er hat sich ein Glas Wasser geholt, das ist auch okay. Ich muss die Sims einfach mal machen lassen. Vielleicht werden die dann glücklichere Sims. Oh, ich weiß gar nicht, wie sieht es jetzt aus mit Futter. Mist. Das weiß ich natürlich nicht. Räum das mal bitte auf, Kollege. Hast du da jetzt aufgewischt? Ja, hatte er vorhin. Ich erinnere mich. Die können wir einfach mal füllen. Damit, wenn Bedarf besteht, das Essen vorhanden ist. Ich will halt auch nicht, dass er dick wird, ne?